hier, Leute, stellt euch erstmal vor. Hi. Hallo. Also erstmal, wir sind Monkey See, Monkey Do. Mein Name ist Cutmaster D. Ich bin der Produzent und Beats und ja, was sonst noch ansteht. Du bist der Beats. Ich bin der Jack, mach Raps, mach auch Beats. Du und bist der Beats. Ich bin für den Retto da und für Lennox auch in den offenen Ohrbau. Ja, ich bin der Rettich, der Retto, der K-Ray. Ich mach hauptsächlich Raps. Ich bin der Mannix und ich mache auch Raps und halte den Affen in jede Kamera. Ich bin der Tobi und ich mache auch Raps. Ey yo, neulich in der U-Bahn steht ein Typ vor mir rum und fragt mich, ob ich nichts zu tun hab. Ich frag nur, Alter, was ist du da? Ich kann doch auch nichts dafür, dass du keine Groove hast. Du kennst höchstens Tupac oder Jakuza. Das steht mir zum, als wie im Anstand ein Fußball. Also du Loser, laber mir nicht zu, ja. Du hast doch gar keinen Plan, mit wem das da zu tun hast. Wie lange gibt es euch schon? 2008. Ja, 2008. Und okay. Alle gibt's schon viel länger. Und wo kommt ihr her? Bayern, hauptsächlich aus dem Allgäu. Landsberg, Buchloe, in Mindelheim, Bayern. Bayern. Oi. Was bewegt euch beim VCB mitzumachen? Geld! Ja. Ruhm. Schlampen. Ja, Brillis. Und Beats, Brillis, die wir dann nicht selber bauen müssen in der Rückrunde. Genau. Ach, was red ich, wenn ihr's eh nicht kapiert? Ihr seid C, prominent, aber D, generiert. Down, da bei euch nur der Achselschweiß fließt. Klingeln all eure Pseudo-Double-Times-Mies. Obwohl ihr eine 1 fürs Abschreiben kriegt, zeig ich euch, wie so eine ofenfrische Backpfeife riecht. Gibt es schon Alben oder Tapes von euch? Und wo kriegt man die her? Reichlich. Also, es gibt auf monkey-c-monkey-du.de. Und endlich sagt's mal einer richtig. Einige Alben. Unter anderem von Retto und vom Jack, vom Mannix 2 Stück, von mir mit einem Kollegen von uns, vom Tobi wird es bald was geben und da wird in Zukunft noch einiges erscheinen. Ejo, und yo. Vom dir und von ihm gibt es auch noch eins. Richtig. Ja. Wunderbar. Und welche Crew aus dem VCB gefällt euch am besten? Der Plot. Plot. Ah, oh, wir klingen wie Groupies. Ja, das ist aber nicht der Plot. Drillfingers. Achso, wir hängen ja nicht. Respekt, den Respekt gebührt. Ja. Genau. Wie schätzt ihr eure Chancen auf einen Sieg ein? Sehr hoch. Ultra. Hoch. Unmenschlich. Ja. Ich dachte, wir wären schon im Finale. Ja, schauen wir mal, was geht. Im Herzen haben wir schon gewonnen. Ja, schlimm. Ja, besser kann es nicht werden als jetzt. Schlimmer, ja. Jetzt schaut der Punk, wie gestrandet auf der Sandbank. Geht zum Arzt, Diagnose, hier fehlt der Punkmann. Verdammt, Mann, verstehst du nicht, red ich zu langsam. Scheiß auf Untergrund, hier 2 Euro, nimm ne Trambahn. Und wenn du den Weg nicht mal jetzt checkst, es geht auch S4, S5, S6. Aber auf keine fette Rap-Acts mit ner echten Message. Check, Rattles und Knack-Tracks. Was plant ihr für die Zukunft? Musik machen. Ein Haus bauen. Und ein Haus bauen. Familie gründen. Familie gründen. Wir ziehen alle zusammen. Wir ziehen alle zusammen. Wir ziehen auf eine Ranch und wir werden dort illegale Affenkämpfe abhalten. Neverland Ranch. Aber ohne Tobi. Ja. Der bleibt in euch. Der bleibt in euch. Wo sind eure Stärken? Also der Waller isst ziemlich viel. Kocht. Dementsprechend wenig. Nein. Nein, ich denke, wir sind wie wir sind und wir verstellen uns nicht großartig. Und das ziehen ist einfach unser Ding durch. Ja. Alter, wir ziehen unser Ding durch. Es ist halt so. Wo sind eure Schwächen? Im der Ding Manics. Durchziehen. Was? Warum ich eigentlich immer? Ja, wo sind unsere Schwächen, Jack? Das müssen andere beurteilen. Hauptsächlich. Deine Kopfschmerzen, das meine ist so. Die werfen uns einfach jedes Mal zurück. Die werfen uns immer aus der Runde. Um Jahre. Um die Jahre, wir werden schon viel weiter. Okay, wo kann man euch in nächster Zeit irgendwo live sehen? Die Frage hat er erfunden. Die Frage hat er erfunden. Wo kann man uns in nächster Zeit live sehen? Momentan sind wir durch unsere musikalischen Aufgaben ein bisschen ans Studio gebunden, daher nicht so unterwegs. Aber nächstes Jahr wollen wir wieder, wie die Jahre davor, ein bisschen mehr auf unsere Live-Action. Die berühmt-berüchtigte Monkey Business Volume 3 kommt 12, genau. Ja, und vermutlich auch in der Umgebung in Bayern, wo genau? St. Gallen mal wieder. Es kommt ein bisschen Schweiz. Okay, was ist schlimmer, Hitler oder wenn das Bier alle ist? Bier. Alles. Ich verstehe die Frage nicht. Zwischen Krebs und Aids, ja. Wie ich es aber sagen würde. Gruß geht am Backmann und TKKG. Swag Cats fantasize about the situation. Put the mic down, forget the sex. Cause every day of the week, you
one whack different. Rhyming about nada. We never even heard of y'all. You ain't getting nothing. Jokes on you, Jack. Yo, whack. Plus it's written on your face. Wie lautet die zweite binomische Formel? Ja. A minus B in Klammern zum Quadrat. Und zwar A Quadrat minus 2AB plus B Quadrat. Alter, Mannix, each one teach one. For those who don't know. Wer ist eure Lieblingspornodarstellerin? Alexis Texas, immer noch. Mark Madlock. Fuck, ist die geil. Obwohl ich den einen bei den Backstreet Boys auch geil fand. Die macht so geile Szenen beim Blasen. Wer denn? Alexis Texas. Krass. Muss ich mal gucken, ehrlich. Schnell mir die Namen nie. Yo. Gibt es einen Anthropogen Klimawandel? Ist ja. Lange. Definitiv. Definitiv. Ja. Anthropogen. Okay. Ja. For life. Ihr habt das letzte Wort. Gibt es noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? MonkeyCMonkeyDo.de mit Minus dazwischen. Das soll er immer sagen. Gibt es sonst noch irgendwas, was wir sagen wollen? Hip-Hop. Hip-Hop, ja. Hip-Hop, ja. Und gute Engel, Leute. Ja. Ich würde gerne frohe Weihnachten. Yo. Payface. Gruß an meine Mutter. Ciao.